Ja. Ja. Ach da. Aber wie kriege ich ihn jetzt hier raus? Ah. Ding. So, na perfekt, besser wird's nicht, oder? Ja, kann man halten. Wir haben all das, was wir wollen. Jetzt brauchen wir nur noch. Ah, der Ruffalo wäre jetzt nicht so gut. Wie viele nicht. Wir haben 10 Faust drin, ne? Haben wir nicht Topical, Breeding Pool und 8 Faust? Ja. Mhm. Also gar nicht so viel eigentlich. Aha. Halt. Nee, wir wollen nicht Blood Crippling. Richtig. Wir legen einfach Forest dann. Ja, auf jeden Fall, dass wir auch Verlust. Ansonsten halt Geo's Follower. Ja, Blood Crypt funktioniert nicht so gut mit Geo's Follower. Nee, gerade mit Hoffnung. Na siehst du, da sind wir schon fast da. Du hast jetzt schon ein paar Spiele gemacht, die sind dann die. Wie schnell sind denn so die Decks in der Regel? Ja, also weiß kann schon ordentlich wehtun. So. Hab wenig Mono-Rot gesehen. Ich habe so Rot-Weiß gesehen und Mono-Weiß und Weiß-Grün, die, wenn sie die Power-Kreaturen legen, also es gibt so ein paar, die die Kreaturen, die die Clock ordentlich erhöhen. Ja, sowas wie Hero wahrscheinlich. Hero, Double-Strike, Paladin, also was. Der Battlecry 3-1er, wenn man viele Kreaturen auf den Tisch legt. Thalia ist natürlich jetzt etwas unangenehm. Ja, an der Stelle wäre der Brutschredder ein schöner Draw. Machen wir jetzt, oder? Ja, machen wir einfach mal. Oder was wäre denn jetzt noch schön? Basaltmoni wäre wahrscheinlich noch schick. Den bin ich. Ach doch, können wir. How convenient. Das heißt, wir holen uns jetzt irgendeinen Forest mit dem Delta oder was? Warum müssen wir das jetzt schon machen? Einfach damit er nicht mehr am Deck ist. Und wir wollen möglichst viele Forests machen. Also wenn wir nicht so einen Forest ziehen. Ich will jetzt natürlich nicht so einen prophetischen Ansatz hier verfolgen, aber gibt es meins denn so ein Deck? Generell? Maybe. Also, wenn wir hier umspielen können, warum sollten wir es nicht tun? Also das Deck, was weiße Kreaturen spielt, grün hat und nichts macht, Turn 3, ist schon ein bisschen suspicious. Ja, okay. Also es kostet uns doch nichts, oder? Also wenn wir jetzt... wenn wir halt Mono Forest nachziehen, hätten wir halt lieber gern Forest genommen. Und wenn er Mind-Sensor legt, ja gut, können wir nächste Runde immer noch. Die können wir sogar mit dem Kiros Follow eintappen. Das haben wir natürlich vorher gewusst. Aber jetzt nochmal erklärt. Deswegen hat auch Toffel auch den so hochgepickt. Ja, ja. Wie viele Mana haben wir denn nächste Runde? 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Die können einfach Koselek ziehen werden. Oh, den können wir sogar spielen, weil er nicht mehr kostet für die Teile. Und erstmal 4 Karten. Oder der Gegner macht einfach erstmal rein. Gen. Obwohl, Gen wäre wär jetzt. Also kann das gar nicht machen, weil das 5 kostet. Oh, aber das hat auch gemerkt. Ja. Stimmt, ne? Oder Elsbeth. Das sind immer die tollsten Leute. Ja. Das sind genau die gleichen Leute, die Gardok legen ja, und dann. Genau. Oh, guck mal. Sieht gar nicht. Gardok und jetzt aber Gaddon. Das kostet ein Bär. Das sind auch die Leute, die mit Back to Basic immer ihre Sachen enttappen. Wow, er hat einfach nichts. Dann. Er hat wahrscheinlich wirklich einfach gerade einen Planeswalker, oder? Naja, irgendwas ist halt... Klar, er wollte irgendwas legen. Hat dann gemerkt, ach, schade. Dann legen wir einfach Garuk und... Obwohl... Können wir Nissa und Garuk legen? Ja. Wir haben doch gerade... 10 haben wir ausgerechnet. In Tab nochmal 2 sind wir bei 12. Ja, aber wir brauchen 8 und 6, also genau. 14. Ja, dann würde ich sagen, spielen wir hier einfach den Garuk und machen einen Beast. Selbst wenn er Remove ja, was soll Beast, da passieren, ne? Muss er irgendwo noch 4 Schaden herzustellen. Kommen wir da... Wir müssen leider den Monolithen getappt lassen, ne? Mhm. Wir könnten auch Nissa spielen und angreifen. Naja, also Garuk ist gegen so ein komisches Gümmeldeck da einfach eine Ansage. Und er kann ja einfach nicht Planeswalker liegen. Also selbst wenn er jetzt ein 5. Mal noch sieht. Na, wenn er... Ah, stimmt. Wenn er Elsbeth Plus macht, macht auch nur 5. Was gut ist. Es ist ja auch einfach normaler effizienter, dass wir die teuren Planeswalker ziehen. Ja, okay. Na, aber es ist halt doof, weil wir dann den Monolithen praktisch getappt haben. Ja, lassen. Das stimmt. Verlieren natürlich das Mana. Aber ja... Also ganz ehrlich, ich glaube, dass das Spiel einfach vorbei ist. An der Stelle. Also wenn er sowas wie ein O-Ring hat oder einen Spot-Removal, in irgendeiner Form hätte er den doch auch schon gelegt, oder? Das Biest hält ja auch die Teile auf. Genau. Ja, ich glaube, irgendwas, was kaputt macht, hätte dem Monolithen entsorgt, weil... Ja, denke ich auch. Dem Gegner mit der Taille 6 Mana zu geben, ja. Ist schon... Beziehungsweise halt, wenn er irgendeinen Cheap-Removal-Spell gehabt hätte für den Kioras-Follower, hätte er den auch schon gespielt, denke ich. Also hat er ja eigentlich nur 4 Mana-Spells gehabt. Ja. So, gucken, was er jetzt machen wollte. So reden, ja. Aber der wird einfach vom Garuk aufgegessen. Hat er sich den durchgelesen, den Garuk? Wahrscheinlich nicht. Der hatte zu viel Text. Ach, das wird schon nichts machen.
Oh, aber siehst du, er macht die Teile erstmal größer. Das heißt, die können wir jetzt erstmal nicht mehr machen. Ja, wollen wir auch nicht. Bitte. Mach bitte 3 Schaden. Ja. Greift er uns an? Nee, okay. So, und dann. Wie machen wir denn das? Jetzt müssten wir eigentlich das Bayou fetchen, ne? Einfach weil wir das Bayou nicht ziehen wollen. Und damit können wir denn jetzt sneaky. Wir müssen ja gar nicht Sachen zerstören, das ist ja Unsinn. Wir greifen ihn einfach mit dem Biest. Und könnten mit dem nächsten Biest jumpen. Oder wir könnten mit Nissa ein Land zu einer Kreatur machen und damit blocken. Ja. Also wir könnten Nissa legen. Obwohl, da müssen wir den Follower benutzen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Weil da können wir das Land nicht mehr enttappen. Ich glaube, das Schönste ist hier Nissa Kreatur und dann Angriff auf Soren. Die Kreatur bleibt zu Hause und Garuk macht einen Token. Ist das gut genug? Also, dann würden wir 4 Schaden verschenken, aber können den Garuk beschützen. Wobei Garuk ja auf 4 geht. Ne? Mhm. Das heißt, das ist ja erstmal egal. Im Notfall könnten wir auch noch jumpen. Ich glaube, das ist am besten. Also wir legen Nissa und greifen einfach für 7 an. 3 auf den, und 4 auf den Gegner, bauen einen Beast. Und haben Kios Follower getappt allerdings, ja. Und fetchen das bei ihm. Und brauchen die Insel nicht, ne? Genau. Die Insel kann auch angreifen, weil wir gerade das Bayou gespielt haben. Sorin. Gut. Ja, und jetzt gilt wieder, er bräuchte einen Pump-Spell plus einen Removal-Spell. Und dann können wir nächste Runde den Monolithen tappen und wenn Nissa da bleibt, übernächste Runde Emrakul spielen. Wie häufig hast du eigentlich schon Emrakul gehardcastet? Also ich habe damals im Weiß of Eldrazi einen Blockdeck gespielt, ein mono-weißes Kontroll-Blockdeck. Mhm. Und das hat eigentlich nur gewonnen, indem man Emrakul hardcastet. Also ich meine jetzt nicht sowas mit Panikon und so. Also schon also das Deck hat wirklich Natural irgendwie so 3 Zylinder gelegt. Dann mit diesem Land Eye of Ugin Emrakul gesucht und gelegt. Und das war ein richtig gutes Deck. Ich habe dieses Survival Cache gespielt, was ja auch eine meiner Lieblingskarten ist. Du kriegst Leben und ziehst Karten. Wird besser. Aber ansonsten, ich meine jetzt so richtig fair als unintended, eigentlich noch nie so wirklich. Also in einem Combo-Deck, wo du Emrakul reincheaten willst. Ja, nee, das weiß ich. An den Tron natürlich sowieso. Nehmen wir doch einfach, oder? Auf Garuk? Kriegt er halt 3 Schaden. Haben wir Angst vor Tricks? Nö. Ja. Was soll passieren? Giant Growth auf die Frage? Du lachst. Jetzt macht er das Bayou. Jetzt müssen wir nur aufgucken. Gut, dass wir auch die Insel gemacht haben. Tectonic Edge macht ja das kaputt. Lebt er denn überhaupt noch? Aha. Feed Hunter nimmt. Wie viel Mana haben wir denn? 4, 8, 9, 11. Ja, aber nächste Runde? Haben wir nächste Runde genug? Ja, da haben wir dann plus 3, sind wir bei 14, können noch ein Land legen. Jo, reicht, ne? Haben wir's, ja. Das heißt, wir wollen eigentlich nur dafür sorgen, dass Nissa am Leben bleibt. Genau, wir bauen jetzt ein weiteres Biest. Das machen wir sowieso, haben wir keine Ahnung. Wir können ein weiteres Land zu einer Kreatur machen, weil wir nicht davon ausgehen. Greifen wir einfach mit dem Swamp an? Eigentlich greifen wir doch mit allem an, oder? Na, wir sollten nicht komplett jetzt dieses Emblem von ihm ignorieren. Aber wir können. Wie du schon gerade selbst gesagt hast, wir müssen ja eigentlich nur garantieren, dass Nissa überlebt, weil dann ist das Spiel einfach zu Ende. Ja, okay. Ist also, wir verlieren ja nichts, ne? Was soll passieren? was passieren könnte, wäre natürlich, wir denken aber schon, das getappte Land, oder? Shop-Tool. Ja. Oder ist das wichtig? Falls er halt einen Forest kaputt macht, wollen wir lieber einen Forest. Achso, warte mal kurz. Haben wir überhaupt richtig gezählt? Wenn wir jetzt einen Wald legen, haben wir 8, 9 und dann 15. Ja, okay.
Es sei denn, er macht halt Edge auf so einen, auf die Tropical oder auf das Bayou. Aber selbst dann können wir noch ein Land legen. Also wir müssten sogar eins mehr haben, ne? 8, 9, 15, 16. Ja, dann nehmen wir doch das Water Wave. Oh, hat gesagt, den Spiel kommt. Ja. Wollen wir nicht lieber den Blood Cliff legen, weil er vielleicht die kaputt machen will, wenn er sieht, dass wir rot. Aber die wollen wir eben nicht kaputt bekommen haben, falls irgendwas ganz schief läuft. Keine Ahnung, was jetzt schief laufen soll, aber wir wollen jetzt nicht unsere eigene rote Knolle. Das da. Wir animieren den Swamp. Und Token noch die beiden. Hat schon. Ja. Ah, okay. Ich glaube, die beiden Biester können einfach angreifen. Nee. Aber warum? Was ist mit aus dem Plan geworden, Nissa zu beschützen? Ja, aber also wir haben drei Kreaturen. Okay, ja. Okay, Paradox. Einigen wir uns auf einen. Paradox. Einer kann angreifen. Ich announce Paradox. Okay. Oh, Paradox Wave wäre echt gut. Das wäre so die Sache, die schief gehen kann. Ne? Wir hätten ja am Anfang theoretisch uns auch dafür entscheiden können, Talia kaputt zu machen, statt ein Token zu bauen, weil ja auf dem Leerboard einfach nichts passiert wäre. Wir hatten natürlich den Read, dass wir einen Planeswalker hatten, wollten das auch erschweren. Aber es ist schon ein bisschen nervig, dass wir eben die ganze Zeit das Leben von der Talia, die ganze Zeit diese Free Damage da gönnen, schenken. Free Damage schenken, was? Naja, das halt die ganze Zeit angreifen. Das ist schon ein bisschen nervig. Mehr Sorgens. Ach, das ist der andere Song. Okay, ja, aber das ist ja relativ egal. Ja, man kann jetzt gerne seinen Lifelink-Modus machen. Ist doch einfach kaputt. Also wenn er jetzt nicht Lifelink irgendwas macht? Na, vor allem, wenn er mit dem Fiendhunter angreift, kriegen wir dir auch noch ein Land zurück. Was vollkommen relevant ist. Er ist doch direkt kaputt. Ja. Also an Emrakul, wenn er jetzt nicht vielleicht den Follower schwert hat. Er kann ja auch nicht wirklich angreifen. Naja, er bringt jetzt noch einen Token mit, der auch. Plus wird ja, der Token wird aufgegessen und alles. Der Token ist 3, ne? Der Token ist 3? Sorin-Emblem plus. Ja, aber dann bloß. Ach nee, oder wie funktioniert der Sorin da? Ist das nur für die Kreaturen, die im Spiel waren? Nee, der alle. Okay. Ja, das heißt, der Token ist auch 3. Ja. Oder. Nee, ich glaube nur die da waren. Weil das kriegen einfach die Kreaturen gerade. Oder das. Nee, würde ich sagen. Ja, ja. Wenn er jetzt einen Token macht, wäre der 2-1. Und dann können wir einfach, das Beast blockt so den Primas, der blockt irgendwas anderes. Wenn er mit der Talia angreift, blocken halt zwei Biester die Talia. Oder so ein Biest und der Sumpf. Ja. Wow. Issa, Garuk. Okay, kriegt der so einen Token. Warum ist der jetzt 1-1? Nee, der wird noch. Der muss erst entscheiden, wen er angreift. Achso. Ja, aber ist doch ein. Er ist ja noch nicht da, glaube ich. Continuous Effect oder? Das ist so eine Art S. Nur, keine Ahnung. Okay. Vielleicht ist Modo auch ein bisschen. So eine Art S. Na, ist Modus halt ein bisschen langsam. S-Cat. Vielleicht weiß er auch nicht, dass er jetzt aussuchen muss, wen er angreift. So, dann etappen wir das Beast vor Maximum Blocker Value. Mhm. Und blocken dann zwei Biester den da. Ein Beast Bremas und dann. Ah, hier. So. Und blocken wir so, mhm. Und so. Der Cat Soldier greift wen an? Das ist eigentlich egal. Ja. Dann kriegen wir ihn wahrscheinlich nicht richtig nächste Runde tot, weil er so viel Leben macht. Meinst du, er wird weiterspielen, nachdem wir ihn einfach cool gehardcastet haben? Wer weiß, mach gut. Okay. Obwohl 25 Leben sollten wir eigentlich doch schaffen. Vergiss auf jeden Fall nicht den Tag. Vor allem selbst ohne Emrakul hätten wir jetzt immer noch ein super gutes Board. Man, what is he doing?
Was macht ihr mit dem ganzen Mana? So, reicht's schon? Das reicht, glaube ich, schon. Nice. It's Embercool! Wow, so schnell aufgeben. Wow, gibt's da einen Hotkey? Das ging schnell. Naja, ich glaube, wenn dein Gegner anfängt, ganz viel Mana. Nein, nein, Modo hat. Dann kannst du. So, so. Dann kannst du schon mal dieses Konzil. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt konzile? Wir wollen es nicht herausfinden, glaube ich, an der Stelle. Nein, warum nicht? Mach das doch mal eine Mumie-Game oder so, muss nicht. Das wäre echt interessant. Achso, wir spielen dir jetzt gerade nicht 8-4, ne? Nee. Nee, nee. So, gegenüber wollen wir, glaube ich, einen Chainers einbauen. Und. Chainers Idee? Ja, oder? Ich ja. Schon. Und dafür vielleicht die Greaves raus. Wir haben jetzt kaum Spot Homero gesehen, außer dem Fleet Hunter und der Sorcery Speed. Wir könnten auch einen Living Death überlegen. Ja. Einfach für so das erste Mal. Sneak Attack, Quatsch, Ranchwine scheint nicht so stark zu sein gegen ihn. Nein. Ich meine, gut, wenn die Kreaturen nicht gepunkt sind, tradet es halt. Wir könnten jetzt ein bisschen mehr auf Spells gehen. Also wir könnten Slaughterpack Living Death nehmen. Und dann nehmen wir so Genesis Wave und Ventshrine raus. Und sind dann mehr so ein grün-schwarzes Kontrolldeck. What happens to cast Emrakul? Ja, ich fände jetzt jemand Kyomiokul das zum Beispiel auch nicht schlecht, weil der auch gut auffällt. Und der Schutz war schwarz hatte. So, und Schutz war schwarz, das heißt vor den sauren Token. Das heißt, wir nehmen wir dann Emrakul raus? What? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir werden gerade Kinder getötet. Nee, unser Sneak Attack soll ja immer noch ein Gameplan sein. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt aber noch zwei Karten rausnehmen. Was ist denn mit dem Hammer? Wir haben noch 40. Was ist jetzt denn noch Karten? Ja, wir wollen jetzt gerade die drei Karten reinnehmen. Ach so. Nee. Sicher? Nee. Also so ein Hammer? Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt da anfangen, noch mehr zu cutten, nehmen wir zu sehr von unser Plan raus. Vielleicht ist der Dick doch nicht gut genug. Weißt du, wenn er Tokens macht, mit Sorin und so, ja. Stimmt. Das ist ein Argument. Siehst du, haben wir schon wieder eins. Was ist denn mit dem Revoker? Er hat uns jetzt zwei Sorins gezeigt. Das ist kein 2-for-1. Du kannst nicht Sorin sagen. Ja, aber er hat schon mal auf jeden Fall zwei Sorins gezeigt. Nehmen wir noch Living Death, oder? Als... Doch. Ja, okay, wenn er so outcurved, wollen wir das machen. Was soll ich? Harmoniert auch sehr schön mit dem Wohnschritter. Und wir können ein bisschen... bisschen jumpen vorher. Die Hand wäre fast keepbar, hätten wir ein zweites Land. So absurd sie aussieht. Na. Also wäre was davon schwarz, weil also der Ophiomelzer, der wäre schon ganz schön gut. Die ist gut. Wir haben sogar ein Bayou. Ja. Das heißt, wir müssen... Aber damit suchen wir uns auch das Tropical, weil wir mit dem Polluted Delta uns die... Nee, wir brauchen... Wir brauchen Doppelschwarz. Wofür? Ach so, ja, aber jetzt doch noch nicht. Na, bevor wir es ziehen. Na, aber wir müssen ja auf jeden Fall unser Sneak Attack, was wir jetzt sogar gezogen haben... live halten mit dem Produktseite. Das heißt, wir suchen noch nicht. Wir suchen jetzt noch gar nicht, ne. Sicher? Wir legen jetzt im Voraus und sagen Go. Aber Bloodcrypt kostet halt später Geld. Also Leben. So akzeptiert. Okay. Passt doch besser für den Rofflus, den wir noch nachziehen müssen. Oh, was für ein Spielverderber. Na gut, der ist. Da brauchen wir jetzt also zwei Rot. Ach ne, wir haben Botschafter. Das heißt, wir suchen jetzt. Bayou. Wir suchen jetzt Bayou, ne? Obwohl, dann haben wir natürlich nicht mehr die Option. Nee, dann suchen wir... Nee, wir müssen Bayou suchen. Ja, wir brauchen Bayou. Obwohl wir mit Polluted Delta halt immer rankommen an das Blau. Ja, aber Blau brauchen wir wirklich nur für den Follower. Ja. Und das Schöne an Living Death ist, dass halt zumindest der erste funktioniert wie ein Zombie. Und den erwartet er vielleicht noch nicht. Bam, bam, bam. Der countert X-Spells. Convenient. Ja, jetzt kannst du das Polluted Delta legen. Und hol mir die Bloodcrypt. Genau. Und spiel Bone Shredder? Ja, klar. Bone Shredder auf den 3-3er, oder? Oder weil wollen wir den Kami zerstören, damit wir das Out haben? Der wird halt am Living Death sterben. Das passiert so oder so. Die Frage ist, ob wir Bone Shredder vor dem Living Death spielen wollen. Ja, weil der zerstört ja die Kreatur wieder. Ja, aber wenn wir sie... Die Kreaturen werden ja sowieso alle zerstört. Das heißt, wir könnten auch einfach nach dem Living Death einen Bone Shredder.
Aber dann kann ich schon ganz schön viel schaden. Wenn er jetzt einen Sorgen legt, dann wird er wahrscheinlich wieder das MD machen und dann haut er uns schon für 7. Das ist schon zu viel. Meinst du? Ja. Ich glaube, wir benutzen deswegen das eher als so ein Semi-Spot-Removal, dass wir halt an der Stelle. Okay. Durch den Bodenschredder haben wir auch vor allem wieder den Zerstöreffekt plus nochmal einen Jump-Block nach dem Living Death. Na, aber da müssen wir Echo zahlen. Wieso? Wir blocken noch dann nach dem Living Death. Was soll denn blocken? Denn der Bodenschredder. Welche Kreatur? Die dann wieder ins Spiel gekommen sein wird. Die der Boneshredder tötet. Ja. Und welches danach da? Ja, vielleicht hätte er ja bis zu dem Zeitpunkt mehr Kreaturen. Soll ich jetzt schon? Wir fetchen jetzt Nein. schon. Ach so, meinst du so? Ach. Wir haben ja Tectonic Earth gesehen und das andere machen wir jetzt. Stimmt. Was ist das andere? Meinst du so? Ja, hast recht. Das heißt, wir blocken natürlich auch. Ja, klar, wir werden ja in keinem Universum hier die Mana-Kosten bezahlen. Also welche Kosten? Den wollen wir ja nicht sehen. Ja, hier gönnen wir uns noch den leckeren 2-for-1. Jetzt weiß ich im Übrigen, was du meinst mit dem Living Death und dem Bodenschredder. Ja, ich habe halt gedacht, dass wir bis dahin vielleicht mehr Kreatur zerstört haben. Die sind. Ja, dann. Wir haben jetzt noch einen Mountain im Deck, ne? Ja. Und Jetzt könnten wir die Echo-Kosten bezahlen, weil wir nichts zu tun haben. wollen wir nicht wirklich lieber Sneak Attack legen? Ah. Weil wenn wir schon so ein Ah, bisschen ja. auf Rot sparen. Ja, hast du recht. Hast du recht. Range of Eos. I. Ja, Range wobei of Eos. Ah, nice. Ah, nice. Doom Traveler und. Nichts. Doom Traveler. Der ist Aber er weg. hat nicht mal irgendwas gezogen, oder? Wie, hat er wirklich nur Na, er Doom? muss dann auf der Hand noch andere One-Drops haben. Ah ja. Na, oder es reicht, dass der Range of Eos Come to Play Trigger Draw Card hat. Meinst du, das reicht? Ach schon. So, das heißt, nächste Runde könnten wir entweder Honoken vielleicht selbst legen oder Oder ins Sneak Sneak Attack Attack, werfen. genau. Sieht also nicht so schlecht aus für uns. Und Hornequeen beschützt ja auch den Garou eigentlich ganz gut. Jupp. Ist ja auch klar, sind im gleichen Set. Sind ja Buddies. Buddies, Ja. Best Buddies. Best Buddies. Obwohl ich sein Emblem noch nie gemacht habe. Ich hab ihn schon. Wow, what? Das ist ein Spielverderber. Okay, Mountain. Mountain? Oh, Mountain? Mountain. Oh, hat er wirklich das Gen? Das ist ein bisschen schade. Come on, Mountain. Mountain. Ach, come on. Oh mein Gott. Ich bin dagegen, dass wir ins Slaughterback reinbauen. Ich hab jetzt ein bisschen Angst. Jetzt kommt der Doomtrüffel. Doomtrüffel. Das heißt eine Two-Turn-Block. Mountain. Okay, close. Das ist der andere One-Off. Oh, es wäre so köstlich. So, So. nach einer ungewollten Pause hat Genau. sich Johnny Habe ich während... Modo gehackt und den Mountain herbeigezaubert. Da gehe ich mal kurz aus dem Raum. Ich habe, wir haben nicht aufgepasst. Na, dann mal schnell den Source Code. So. Ein Miracle Worker at work. So. Ich finde, Krosilek ist nicht die beste Idee. Nee, leider nicht, denn er wird ja einfach den Token behalten, der uns dann tothaut. Oder ist es ein weißer? Ja, es Er ist. muss ja vor allen Dingen, er kann ja auch immer den Rage arbeiten. Ja, genau. Das heißt, wir müssen hier Hornet Queen machen, ne? Ja, die Sache ist, dadurch, dass wir einen soliden Mountain haben, der jetzt hier nicht verschwinden wird, können wir danach immer noch alles machen. Hier geht es ja wirklich nur um Stabilisieren. Wollen wir denn, also die Frage ist, ob wir Battlesphere-Angriff machen? Nee. Also ich bin einfach für die Hornet Queen. Und dann im seinen Zug sogar, Genau, ne? wenn er angreift, ja. Dann kann er auch nicht Fiendhunten oder irgendwie irgendwas Komisches machen, keine Ahnung. Na gut, ich meine, wir haben ja drei, vier Token mit der Battlesphere. Ja, aber die Token der Hornet Queen traden halt echt.
Und dann haben wir sogar zwei Kreaturen abgeräumt, die... Oh, dieser Mountain. Bist ein Zauberer. Ja. Bist ein Zauberer, Johnny. Nein, ja, ein feindlicher Zauberer. So. Yes, please. Ach, wie gut wir in Magic sind. Und an der Stelle blocken wir nur mit Token, Waterwoods? Weil... Nee, die Horned Queen verschwindet so. Ach ja, stimmt. Und wir wollen ja das so machen, damit der Kozinek dann einmal alles wegfischt. Ich wollte seinem Fiendhunter kein Value geben, aber ja, da sie eh stirbt. Fiendhunter? Mhm. Oh, Fiendhunter ist mit Sneak Attack auch eigentlich geil. Stimmt. Kannst du zwei Kreaturen rein? Also so, einmal cool, dann Angriff, dann Fiendhunter auf einmal cool und dann Decent. Ist er da. Weißt du, was ich neulich gelernt habe? Nee. Also, was realisiert er? Wenn dein Gegner einen Kaiger hat, mhm, und du einen Emrakul cool Sneak Attackst, mhm, dann opfert, also mhm, ich hatte den Kaiger und mein Gegner den Emrakul. Cool. Opferst du einen Kaiger, kriegst Emrakul. Cool. Ja, und musst ihn nicht opfern, weil nee, ist ja nicht mehr da. Stark. Wow, was für ein zickes Blut. Ja. Das ist der Zeitpunkt, wo unser Gegner jetzt uns zuflamen wird. Für Lucky Dropos. Ja, dieser Mountain. Was kriegt der? Schutz vor irgendwas? Er gibt Schutz vor Weiß und kann einen Permanent Weiß machen. Na gut, aber dafür haben wir zu viele Permanents. Ja, vor allem haben wir jetzt, glaube ich, einen... Was sagt er denn? Spirit, Honor, Land, Land? Wir müssen noch mit Kozilek angreifen, oder? Weil besser wird's nicht. Mhm. Ist das richtig? Das ist richtig. Sein eigenes Armageddon. Aber die Hornets bleiben alle da, ne? Ja, das ist okay, wenn ich ein. Er wird ja auch 12 Schaden nehmen. Das heißt, Mimet, die danach angreift, macht, glaube ich, dann auch den letzten Schaden. Ja. Die wird ja erstmal 4 schießen und greift für 8 an. Was zur Hölle? Wow, Schwert. Hat ein Schwert gespielt. Oh, das ist ja fies. Ja, was jetzt trotzdem noch nicht... Es hat ein bisschen Leben gemacht. Ja. Das heißt, wir können eigentlich so mit einem Sekt angreifen. Weil, warum nicht? Ja. Er kann ja nur einem Schutz, also er kann ja nur einmal Schutz geben. Ja. Wir können übrigens auch den Pilgrim ins Spiel schon mit einem Weißes zu machen. Sick. Er hat wirklich Geschwerter. Das hat gemein. Naja, klar. Na, das stimmt. Unser Gegner darf schon mal alles haben. Da haben wir uns schon den Mountain hergezaubert. Ach so, wir haben natürlich keine guten Blocks, ne? Also wir blocken natürlich beide. Wir können den doppelt blocken. Nee, das ist ja Unsinn. Er kriegt doch. Ach nee, ist nicht Unsinn. Das ist okay, oder? Stimmt. Ja. Oder wir interessieren uns halt nicht für den. Nein, doch, wir wollen jetzt den Schuh von Bord. Wir können das auch so blocken. Nee, wir wollen nicht Future-Kreaturen. Nee, dann überlebt halt sein komischer Schuh. Ja, dann überlebt er zwar, aber dann haben wir nächste Runde halt die Battlesphere. Das heißt, wir kriegen die 4 Token und machen 12 Schaden. Und er kann da auf jeden Fall nichts spielen. Ich finde das nicht gut, den am Leben zu behalten. Aber wir können danach... Andersrum muss er den gar nicht benutzen. Und ja, stirbt, bringt einfach 2 Leute. Wir können vor allem nicht mehr den Flieger blocken, wenn wir es nicht wollen. Ja, ich finde es. Ja. Weil jetzt muss er das machen. Ja. So Hornet Queen, die ist so unscheinbar mit ihren 2-2. Schade, dass das natürlich ein... nicht alle weiße Kreaturen ist. Das würde es ein bisschen besser. Hat er jetzt... Oh, er hat seine Ebene. Protect schon mal weiterzunehmen. Autsch. Ja, und wir ziehen natürlich immer. Wie lucky kann man da bitte sein? Wenigstens der kleine Trost, dass es... Oh, guck mal, er conceded nicht. Dass er nicht so viel Unterschied macht. Er denkt, er hat noch ein Out. Jetzt können wir auch die ganzen Länder wieder nachziehen. Und immer cool. Und immer cool. Oh, der Value. Und der Waller Plassens da eine Karte ziehen. Hallo, für eine rote Karte ziehen? Ja. Okay, egal. Ja, schönes Spiel. Das liegt doch richtig rund. Dieser Mountain. Schön. Der Mountain aus der Hölle. Das war ein richtiger Höllenmountain. Gut. Na, dann haben wir, glaube ich, das schlimmste Matchup. Nee, stimmt nicht. Kontrolle ist wahrscheinlich schlimmer. Die werden alle einfach. Ja.